Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei den Thinking Reportern. Habt ihr schon mal was von den Ingenieuren ohne Grenzen gehört? Ähnlich wie Ärzte ohne Grenzen arbeiten dort Studenten und Ingenieure in Ländern, die technische Unterstützung dringend nötig haben. Ja, und eine der Regionalgruppen des Vereins sitzt hier in Aachen. Dort sind wir heute und besuchen Ingenieurstudenten, die schon ein Entwicklungsprojekt durchgeführt haben, beziehungsweise eins planen. Und was der Verein Ingenieure ohne Grenzen eigentlich ist, das zeigen wir euch jetzt in einem kurzen Film. Der Verein Ingenieure ohne Grenzen fungiert als gemeinnützige Hilfsorganisation. 2003 gegründet, werden von mittlerweile 26 deutschen Städten aus Entwicklungsprojekte in Ländern vorbereitet, die zu den ärmsten Ländern der Welt zählen. So wurden beispielsweise in einem der letzten Projekte Zisternen in Tansania gebaut und Solarwasserpumpen installiert, um die Wasserversorgung der Bevölkerung zu verbessern. Die Umsetzung der Projekte erfolgt vor Ort mit Hilfe von deutschen Ingenieuren und Studenten. Das Ganze in enger Zusammenarbeit mit einheimischen Mitarbeitern. Diese sollen dann anschließend in der Lage sein, eigenständig weitere Systeme aufzubauen. Verena war 3 Monate in Kenia. Verena, erzähl doch mal, wie hast du daran mitgearbeitet, die sanitären Bedingungen und die Hygienevoraussetzungen in dem Land zu verbessern? Ja, vielleicht mal ein paar Worte zur Situation. In der Region, in der wir dieses Projekt durchgeführt haben, gibt es keine Kanalisation. Das bedeutet, dass Krankheitserreger durch den Boden oder Wasser oder durch Insekten übertragen werden können. Deswegen erkranken regelmäßig Menschen an Cholera, Typhus oder Wurminfektionen und auch die Kindersterblichkeit ist sehr hoch. Zudem ist der Boden nur teilweise fruchtbar und das Wasser ist knapp. Das bedeutet, dass die Lebensmittelpreise ziemlich hoch sind und viele Familien können sich keine ausreichende, ausgewogene Ernährung leisten. Wir haben zusammen mit dem Verein Projekt Lebensblume, der dort eine Schule betreibt, und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit ein Konzept entwickelt. Trenntoiletten trennen während dem Toilettengang durch einen speziellen Aufsatz Urin von Fäzes. Die Fäzes werden getrocknet und der Urin durchläuft eine natürliche chemische Reaktion. Beides sorgt dafür, dass die Lebensbedingungen für Viren und Bakterien nicht mehr vorhanden sind und keine weitere Verbreitung stattfindet. Gab es denn besondere Herausforderungen in der Zeit und sag mal, welche persönlichen Erfahrungen, Eindrücke hast du mitgenommen? Ja, Herausforderungen gab es bereits in der Planung hier in Aachen, denn durch die große Distanz und die Verständigung in mehr oder weniger gutem Englisch dauert einfach die Kommunikation lange und es kann auch zu Missverständnissen kommen. In Kenia drückt man sich teilweise gerne bewusst undeutlich aus, damit man Unangenehmes umgehen kann. Wenn man zum Beispiel fragt, kannst du mir das bis Dienstag schicken? Und die Antwort lautet, ja, ich bin in Mombasa am Montag. Dann heißt es nicht, dass es in Ordnung geht, sondern das bedeutet zum Beispiel, dass das nicht funktionieren wird, weil am Montag keine Zeit ist, sich darum zu kümmern, weil man in Mombasa ist. Und diese Antworten dann richtig zu verstehen, ist nicht leicht. Und teilweise hat man kein Material oder ist unzureichend. Und immer wieder tauchen ein paar Probleme auf. Dadurch kamen wir am Ende auch ziemlich in Zeitnot. Aber wir mussten trotz Überstunden, hatten wir kein Problem mit der Stimmung, weil die Motivation war einfach total gegeben. Und wenn man jetzt Fotos sieht, wie die Kinder sich freuen über den tollen Schulgarten und einfach die Lebensbedingungen schon viel besser sind, freut man sich, dass man daran mitwirken konnte. Ja, vielen Dank, Verena. Das war wirklich ein tolles Projekt. Das Projekt in Kenia ist abgeschlossen, aber schon machen die Ingenieure ohne Grenzen hier in Aachen ein neues Projekt auf. Und was das genau ist, erzählt uns jetzt Clara. Bei mir geht es um ein Projekt in Indien, genauer gesagt um die Wasserversorgung eines Waisenhauses mit angeschlossener Schule. Marc Möllers ist ein Ingenieurstudent, der von hier aus dieses Projekt plant. Marc, mit welchen Problemen musst du konkret vor Ort klarkommen? Also die Schule vor Ort hat sehr hohe Energiekosten, verursacht durch Holz und Gas, welches zum Kochen eingekauft wird. Die Preise für diese Rohstoffe werden in der nächsten Zeit steigen und außerdem führt auch das trockene Klima in der Region dazu, dass langfristig Holz weniger gut zur Verfügung steht. Ich habe in der Gruppe die Aufgabe, zusammen mit anderen ein Konzept zu erstellen, ob eine Biogasanlage geeignet wäre, um diese Kochenergie zur Verfügung zu stellen. Und wie sieht so eine Biogasanlage konkret aus? Also zu Beginn unserer Planung haben wir erstmal das Biomassepotenzial ermittelt. Die Schule hält etwa 20 Kühe und auch bei dem Betrieb der Küche
fallen Abfälle an, die in einer Biogasanlage vergoren werden können. Wir sind dann zu dem Schluss gekommen, dass eine Floating Drum Anlage die geeignete Anlage ist für diese Schule. Vorteil dieser Anlage ist, dass ein immer konstanter Gasdruck zur Verfügung steht, um damit eine Küche zu betreiben. Und du studierst hier in Aachen Maschinenbau. Wie weit würdest du sagen, unterstützt dich dieses Studium oder hilft dir bei den Ingenieuren ohne Grenzen? Also gerade wenn es um die technischen Lösungen geht und die technischen Zusammenhänge, dann hilft das Studium sehr. Wir haben sehr gute Grundlagen vermittelt bekommen. Was ich allerdings dazu lerne, durch die Arbeit bei Ingenieur ohne Grenzen mit anderen Studenten und auch mit Menschen aus Indien, ist die praktische Umsetzung von so einem Projekt und die Zusammenarbeit einfach auf verschiedenen Ebenen. Danke dir. Bitteschön. Ja, ich finde es wirklich großartig, dass deutsches Ingenieurwissen in Regionen zum Einsatz kommt auf der Welt, in denen es wirklich gebraucht wird. Ja, und das Ganze dann dazu auch noch ehrenamtlich. Das verdient wirklich größten Respekt. Man sieht, dass bei den Ingenieuren ohne Grenzen Menschen arbeiten, die über Grenzen hinaus denken und weltweit aktiv sind. Ja, und wenn das auch was für euch ist, klickt mal ins Web unter ingenieure-ohne-grenzen.org, findet ihr viele weitere Informationen über diese Hilfsorganisation. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.